und der Bohrkopf ist im Arsch. Aber das sollte mich jetzt nicht so wirklich stören. Weil bohren will ich hier nämlich sowieso nicht. So. Ja. Weich wie ein Stück Blei. Sehr schön. Füllt eure Herzen mit Freude. Badet in unseren königlichen Glanze. Ihr genießt die Ehre von Merkel. Nicht Merkel, Merkel. Den Königen des Universums. Prinzen des Weltraums. Herren der Galaxie. Eroberer. Eroberer des Sektors und Potent. Taten von allen, was da ist. Genau, was unser Auge erblickt. Willkommen geheißen zu werden. Zu tun. Machen. Ah. Ja, Services. Was haben wir denn hier Schönes? Wir könnten mal nachfragen nach... Moment. Zeigen. Dann nicht. Beleidigen Services. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Händler. Nö. Schiffswerft. Was ist das? Aerodynamischer Kompensator verbessert die Landemodulsteuerung bei starkem Wind. Wäre natürlich geil. Kollisionsabsorber. Schützt Landemodule und Piloten vor plötzlichen Kollisionen. Oh, ha, Hitzeschild. Schützt Landemodule und Piloten auf Planeten mit extrem, mit hoher... Ja, will ich haben. Will ich haben, will ich haben, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Außenhüllenreparaturset für kleine Reparaturen an der Außenhülle. Der neue Verband hüllt den ganzen Körper in heilende Nanofasern. Für umfassende Reparaturen an der Außenhülle. Die haben geile Sachen. Die haben geile Sachen. Landemodul auffüllen. Nee. Reparaturen. Nee. Preisen, Fragen. Was haben wir denn hier? Arbeit. Wenn ich eurer Hilfe bedarf, werde ich danach verlangen. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr vielleicht sogar vorher gefragt. Denn mein Nachttopf muss regelmäßig geleert werden. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Gut. Sind wir von hier weg. Also ja, das hat uns nicht wirklich viel weitergebracht auf diesem Planeten. Auf dem anderen waren wir ja schon. Ich bin jetzt am Grübeln. Es ist ein System mit drei Planeten. Ich bin echt am Grübeln. Ob ich jetzt hier, ob ich wirklich jetzt hier großartig rumsuchen soll. Die Datenbanken, genau, dann nochmal Galaxieansicht. So, das heißt, jetzt erstmal gucken. Da wäre so gesehen noch etwas. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht da sogar wieder hin zurück soll. Weil letztendlich habe ich da ja auch die Quest gekriegt, was zu essen zu besorgen. Und da habe ich schon mal den ersten Teil gefunden. Und warum sollte ich dann eigentlich auch nicht dann versuchen, den Rest da fertig zu machen? Da haben wir einen Plan... Da haben wir... Nein, vier Planeten. Da kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Zwei...
1, 3 könnte theoretisch sein, da nicht, hier nicht, da nicht, da nicht, da auch nicht. Drop ist es nicht, die Gliese ist es nicht. Enif könnte es sein und der ist natürlich ziemlich weit oben. Das ist ganz toll. Ein roter Riese. Oberösterreich fällt auch aus. Das auch und das auch. Also so gesehen gibt es hier oben nicht wirklich viele Sachen, wo es sein könnte. Der könnte es sein. Und da könnte ich mich sogar auch noch relativ auffrischen. Das System ist an sich recht geil. Da kann man da einmal gucken, so gesehen. Wir brauchen ein System mit drei Planeten. Hier die drei haben wir auf jeden Fall schon mal durch. Da unten haben wir nichts. Bole wäre noch eine Möglichkeit. Da müsste man dann sowieso noch mal zurück. Obwohl, das eine ist ein Gasplanet, ne? Ist es dann überhaupt über wirklicher Planet? Eigentlich nicht. Das sind vier. Fällt dann eigentlich raus. Also viele Möglichkeiten gibt es nicht. Es gibt nur noch diesen hier dann so gesehen. Und den. Gliese 411. Und Marcel Goffin. Und dann hätte man auch da oben irgendwo Enif. Genau, Enif, das wäre dann noch die letzte Möglichkeit. Und dann müssten wir uns dann halt irgendwie durchfressen nach da oben hin. Weil da oben, wenn wir einmal da oben drinne sind, wird es problematisch. Weil großartig Treibstoff, um von da oben wieder rauszukommen, kriegen wir nicht. Das heißt, da müssen wir uns vorher auf jeden Fall noch mit anderen Krams zubedecken. Nächste ist Marcel Goffin. Da geht es jetzt erstmal als nächstes hin. Und vielleicht haben wir dann ja schon eine passende Spur. Gut. Was bist du? Moment. Scheiße. Da wollte ich doch noch versuchen, an den ranzukommen, aber irgendwie habe ich den nicht gekriegt. So, auf geht's. Marcel Goffin. Und hier sind wir fast alleine. Und jetzt geht es darum zu gucken. So, ein bisschen zurechtbiegen. Zum einen erstmal braucht man ein bisschen Klamotten. So oder so, das wird jetzt sehr interessant werden. Whoopsie. So, dann sind wir wenigstens hier schon mal drin. Ja, und hier haben wir auch die Gase. Und da müssen wir auch mit zuerst rein. Eine ziemlich dichte Atmosphäre. Und da müssen wir einfach nur alles einsammeln, was geht. Und wir brauchen aber einen anderen Piloten. Wir brauchen dafür den Malcolm. Das funktioniert sonst nicht. Und jetzt heißt es Daumen drücken, weil Gasplaneten, so gesehen, absuchen, ist nicht gerade sehr schön. Das macht nicht unbedingt gerade Spaß. Kann man eigentlich nur auf zwei verschiedene oder auf eine Art und Weise eigentlich noch machen. Das heißt, rein, nehmen, was kommt und wieder raus. Weil das ist auf jeden Fall kein wirklicher Spaß hier drin rumzueiern. Aber leider eine mit der besten Möglichkeit, an Treibstoff zu kommen. Da
Das ist nicht gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, oh, oh ja, oh ja, oh ja, 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 ja. Wir haben hier, komm, jawohl. Haben wir hier noch was? Sehr schön. Jetzt machen wir uns schon mal langsam wieder auf den Weg nach oben. Nochmal was. Da kommt, da kommt nochmal. Oh, scheiße. Jawohl, die beiden nehmen wir noch mit. Nach unten haben wir noch was. Sehr gut. Und jetzt machen wir uns langsam, aber sicher und höchst dringlich auf den Weg nach draußen. Schade. Für das Xenon komme ich schon ein bisschen zu spät. Aber das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Kein leeren Container. Nein! Scheiße! So, jetzt aber raus hier. Schnell. Ganz schnell. Ich will das Xenon mitnehmen. Verdammte Wichse. Ah! Ah. Gut, damit haben wir auf jeden Fall schon mal ziemlich viel an Treibstoff eingesackt. Das ist schon mal... Oh. Und Herold. Haben wir damit dann nämlich schon mal ein bisschen Sprit wieder drin. Ne? Das ist sehr wichtig. Sprit. Patsch. Haben wir das nämlich schon einmal. Und damit sind wir nämlich fast komplett wieder voll. Und Landemodul können wir auch noch mal ein bisschen hochziehen. Aber schon mal gut. Das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal nicht mehr hin. Nächster Planet ist, wäre... Hätten wir hier was? Okay, ich glaube nicht, dass das vorher schon da war. Na dann, geben wir mal Gas und dann gucken wir mal. Was wir da Schönes haben. Den Herold, den lassen wir erstmal sein oder lassen wir erstmal liegen. Der soll uns erstmal egal sein. Auch wenn er uns verfolgen sollte. Was ist da? Ui. Mich dünkt, das ist ein Wrack. Luftschleuse verbunden, FVA 1, bereit zu boarden. Okay, dann hau mal rein. Alles ruhig, es scheint alles ruhig zu sein. Das Schiff ist in einem schlechten Zustand, aber ich sehe nichts Gefährliches. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber es könnte sich lohnen, um es im Labor zu untersuchen. Leuchtendes Gerät. Na gut, nehmen wir das mal mit. Die Frage ist, können wir es überhaupt untersuchen? So. Das hätten wir damit im Großen und Ganzen erledigt. Oh, ey, Gott. So. Nächster Halt ist das Asteroidenfeld. Nehmen wir das jetzt auch nochmal kurz mit. Ah, und das Schöne ist, man kann hier sich wirklich auch teilweise richtig schön Zeit lassen. Man trudelt eh weiter. Und von dem her, da muss man kein extra Gas geben, das wäre auch nur Spritverschwendung. Und jetzt, wo wir gerade eben mal so ein bisschen voll haben, oder voll hatten an Sprit, braucht man das jetzt ja nicht sofort wieder alles rausfeuern. Deswegen ruhig immer ein bisschen oder versuchen so sparsam wie möglich damit umzugehen.
Nicht, dass uns noch mehr Sachen kaputt gehen oder irgendwie sowas. Im Übrigen, das Ziel ist, was ich mir jetzt hier gesetzt habe, nicht unbedingt nach Hause zu kommen, sondern eigentlich ist für mich jetzt hier eher so ein kleines Ziel, versuchen jetzt bei dieser einen Hauptquest oder bei dieser einen Quest, die wir jetzt praktisch getriggert haben. Ich sollte auch vielleicht mal da mal halt ein bisschen was herauszufinden über unseren. Oh, Platin. Platin ist schön. Über unsere komischen fanatischen Hoshis, so gesehen. Was da bei denen irgendwie ist, also halt diese komischen Relikte zu finden, um denen halt so gesehen die größere Freiheit zu geben. Das könnte zwar im Großen und Ganzen sehr problematisch werden und auch sehr schwer, aber bin mir sicher, das ist eine mit der Queste, die sich auf jeden Fall lohnt zu machen und auch dort mal ein bisschen Hintergrund zu der Rasse halt. Oh, Scheiße! Rauszufinden. Fuck! Dreh dich. Oh. Ja, super! Nehmen wir noch mal eine Breitseite mit. Das war ganz toll. Ich sehe es kommen. Das, was wir hier an Materialien rausfinden, geht dann auch schon direkt für die Reparatur wieder drauf. Ich sollte zusehen, dass ich auch mal ein bisschen Geld irgendwie zusammenkriege. Das war eigentlich die Hauptidee von dem ganzen Gedanken. Schnauze, Handy. Ziemlich viel an Ressourcen so gesehen versuchen zusammenzukriegen. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, wir kommen sehr, sehr nah. Und irgendwo hier, da ist er. Um halt zu sehen, dass man halt sehr viel praktisch an Ressourcen mitkriegt und diese dann irgendwann später verkauft. Nur leider sind wir hier wenig am Verkaufen, sondern eigentlich eher am Selbstnutzen. Im Moment zumindest. Und raus! Futsch! Immer diese E-Mails zwischendurch. Schrecklich. So. Zwei Planeten haben wir noch. Dabei habe ich die Notifikation für E-Mails eigentlich ausgeschaltet. Ich kriege trotzdem halt immer noch was. Exotische Materie, das ist das Zeug, von dem wir nichts mehr haben. Richtig? Jo. Im Moment zumindest. Sieht gerade ein bisschen pleite aus im Tank. Komm schon! Jawohl! So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Ruinen und mal wieder eine sehr hohe Gravitation. Toll! Herzlich sind anders gedacht. Aber Borate und Carbonate. Aber die Borate, das ist das, was mich hier am meisten reizt. Wir haben hier unten auf jeden Fall etwas, wo wir sagen könnten, da lohnt es sich, sie mitzunehmen für die Ruinen. Mal gucken, was wir da unten finden. Komm schon, lass es irgendwas Schönes sein. So ein Virus. Oder eine Alienrasse, die alles auffrisst und vernichten will. Toll, da fliegen wir nämlich auch jetzt schon direkt drüber weg. Herzlichen Glühstrumpf, das hat ja super funktioniert. Wenn ich das Ding früh genug zum Bremsen kriege, dann oder auch nicht. Scheiße. Stopp, 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 stopp. Oh, fuck. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, gut. Wie kriegen wir das Ding wieder aufgerichtet? Gar nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Sissi. Jawohl. Jetzt heißt es nur noch hochkriegen. Hoch mit dem Arsch. Los. Los. Ich muss. Ich muss, ich muss, ich muss. Wo ist das Scheißteil? Wo ist das Ding? Da ist es, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Da. Oh Gott, ey.
Okay. Landung erfolgreich. Ich befinde mich bei den bei einem Höhlennetzwerk. Scheint natürlich zu sein. Bis auf die geriffelten Wände. Die Streifen wurden eingeritzt mit Säure, nehme ich an. Ein Sender vor den Höhlen wiederholt immer wieder die gleiche Nachricht. Xaquindi, Warnung. Xaquindi, Warnung. Das klingt gar nicht gut. Trotzdem weiter erkunden? Ja, klar! Der Eingang wird mit etwas blockiert, was die dicken Spinnennetze, was aussieht wie dicke Spinnennetze. Okay, mit einem Werkzeug komme ich da nicht durch. Haben wir irgendwas anderes, was das da vielleicht hilft? Der ätzende Säure. Nein, wir haben keine ätzende Säure. Ah, verdammt. Haben wir ätzende Säure? Nee, die fleischfressende Pflanze, die ich hatte, die habe ich ja zu Alienkräuter umgebastelt. Tja, das war wohl nix. Gut, das heißt, hier wieder raus und dann versuchen, irgendwie, das Problem ist, versuche ich es? Ach, scheiße. Toll. Ja, jetzt ist er eh schon weg. Bringt jetzt auch nicht mehr, wenn ich jetzt nochmal runtergehe. Dann ist der... Ja. Unsere exotische Materie wird knapp. Nein, die wird nicht knapp. Sie ist bereits knapp. Das ist ein großer Unterschied. Was haben wir denn noch an Ressourcen? Wir könnten einen Sprung so noch machen. Da könnten wir noch ein bisschen was draufhauen und das war's dann auch. Ich könnte praktisch noch einmal runtergehen und dann versuchen, praktisch das Zeug zu holen. Aber wir haben ja, glaube ich, noch, wir haben noch einen dritten Planeten. Ja, einen Planeten haben wir noch. Gucken wir uns den nochmal an. Gucken, was wir da so Schönes finden. Ich glaube, ich sollte mir vielleicht Notizen machen, was ich wo finde, was ich wo brauche. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal eine Möglichkeit, dass ich zurückkommen kann oder sowas. So! Silikate haben wir doch hier, Gewitterstürme. Aber wir haben wieder Ruinen. Aber Gewitterstürme und ein Orkan nehme ich Malcolm mit. Das geht nicht anders. Der kann definitiv besser fliegen. Und wenn ich da schon bei dem hohen Risiko runtergehe, dann sollte er das zumindest machen. Oh. Oh. Jetzt kommt der Orkan! Warum gerade jetzt? Jetzt ließ sich gerade so schön steuern! Ah, fuck! Das kommt schon, komm schon, komm schon! Ich bin noch fast unten. Ich bin noch fast, jetzt bin ich unten. Jo. Alter, das Ding, das pustet mich weg. Der Orkan, der pustet mich einfach weiter. Selbst wenn ich auf dem Boden bin, so gesehen. Ich kann nicht mal stehen bleiben, der bleibt nicht mal stehen, der rollt einfach weiter. Patsch. So, aussteigen.
Jetzt nicht in die andere Richtung! Was ist das für ein scheiß Wind hier? Ja, klar, jetzt weht er wieder in die andere Richtung. Was soll denn der Wichs? Komm, runter. Stopp! Ey, bleib nochmal! Ah, oh, super, Melker hat ein Schleudertrauma. Und ich komme in die... Jetzt! Oh. Sieht aus wie ein riesiger Baum aus Licht mit einer Tür an seinem Fuß. Kleine blaue und rote Irrlichter schweben um ihn herum und rufen mich zu sich. Sie flüstern etwas. Mal ja, ich weiß, was es bedeutet. Und dann, einen Moment später, habe ich es wieder vergessen. Die Stimme, sie ruft mich zu sich. Erkunden. Irgendwas ist an diesem Planeten merkwürdig. Die Landschaft verschwimmt manchmal wie ein flüchtiger Traum. Eine Welt zwischen... jetzt habe ich den Text verloren. Ah, da. Eine Welt zwischen den Welten. Manche Schritte fühlen sich an, als würde ich durch Sirup gehen und jeder dritte, als ginge ich über Wolken. Ich fühle, dass ich hier nicht willkommen bin. Ich bin nicht in Gefahr, aber auch nicht willkommen. Ganz als würde mich etwas beobachten. Etwas, das will, dass ich einfach verschwinde. Es ist eine uralte Präsenz, alt und gefährlich. Es wäre kein Problem, mich, wo ich stehe, zu töten. Aber das will es nicht. Stattdessen führt es mich zu etwas, einem Geschenk, einer Bestechung. Eine Schatzkiste? Ja, wenn ich gehe, wenn ich es in Ruhe lasse. Ich öffne die Truhe und es befindet sich ein Traumweber, ermöglicht eigene Träume zu steuern und in die Träume anderer Personen einzudringen. Okay. Ich habe es berührt. Ein Stich wie ein Bienenstich. Die andere Welt ist fort. Ich stehe ganz allein auf diesem Planeten und halte das hier in den Händen. Irgendwo in weiter Ferne glaube ich den schwachen Widerhall von Gelächter zu hören. Wie merkwürdig, ich kehre zum Landemodul zurück. Und das Landemodul macht sich jetzt schon wieder selbstständig, deswegen haue ich jetzt hier ganz schnell noch nicht ganz ab. Komm schon. Ja. Fuck. Kann ich vergessen. Ich muss jetzt hier runter. Das funktioniert sonst nicht. Scheiß Orkan. Okay. Landemodul Außenhülle ist jetzt komplett im Eimer. Ressourcen. Wir haben jetzt hier das hier. Das kann ich jetzt... Ich kann ein... Ha! Okay. Einen Sprung können wir machen. Ermöglicht eigene Träume zu steuern und die Träume anderer Personen einzudringen. Meine Meinung? Ich bezweifle, dass es viel wert ist. Komisches kleines Ding, oder? Vielleicht sollte sich das jemand anders anschauen. Ruft mich, wenn ihr was findet, was in der Erde wächst. Okay, wir haben jetzt hier ein leuchtendes Gerät. Ich glaube, da ist was drin. Ein Energiekern. Okay. Ein Ersatzteil? Vielleicht für Ersatzteile, das könnte nützlich sein. Gerät reparieren. Okay, ich kann... Ach so, ich kann selber jetzt damit etwas reparieren. Ich konnte folgendes Gerät reparieren. Landemodulantrieb. Oh, wie schön.
Ist natürlich gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Ah, guck an. Landemodul könnte eine Generalüberholung. Jawohl, bitteschön. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit ist das dann auch erstmal wieder einigermaßen heile. Wir haben noch Platz für einen Sprung. Die Frage ist jetzt natürlich, wohin? Wir sind jetzt hier praktisch durch. Wir haben einen Traumweber gekriegt. Die Frage ist natürlich, ist dieser Traumweber das eins dieser drei Teile, die wir sammeln mussten? Kann sein, muss aber nicht. Wir mussten zusehen, dass wir irgendwie jetzt nochmal an... Ja, da kriegen wir nochmal Silikate. Wäre eine Alternative. Datenbanken, Brücken. Ach so, ich dachte schon, was ist das denn jetzt hier, bitteschön? Das ist der Hyperdrive einfach nur. Sorry. Ressourcen braucht man nichts. Brücke, auch nicht Datenbanken. So. Wir haben einen der Orte erforscht, der in den... Aha! Carlton Edrickson, vielleicht gibt es einen anderen Sektor, gibt es in einem anderen Sektor noch mehr. Den ersten haben wir. Das ist dann also dann anscheinend dieser Traumweber, den wir jetzt dadurch haben. Als nächstes bin gerade am Grübeln, wo wir jetzt als nächstes hin können. Nächste Alternative wäre natürlich, wenn wir jetzt noch mal gucken. Weil hier war ja nichts. Ich bräuchte, da kommen wir gar nicht hin. Wir müssen dahin. Geht gar nicht anders.